Moinsen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play. Wir sind hier noch bei Blood, Frost and Death und ja, können eigentlich jetzt auch dann noch gleich den Boss machen. Dann machen wir gleich nach diesem, das habe ich jetzt erst gerade gesehen. Jo, wir haben wieder ein paar neue Infos bekommen, Patch-Notizen rausgekommen, also doch auch größere Infos und ja, endlich etwas, was mir einfach manchmal ein bisschen gestört hat, weil dieser Charakter zu uns ist. Ja, man hat jetzt endlich ja die aktuellsten Charaktere, die man gespielt hat, zu oberst. Also das hilft uns natürlich so viel mehr, wenn man halt auch diese Crashs hat ab und zu. Und das, ja, jetzt kommt auch genau das nächste dran, nämlich sie werden jetzt wieder, jo, haben jetzt eigentlich diese Sachen jo, verbessert, die halt einfach Probleme machen. Also Überreizung vom GPU, CPU und so Sachen, weil die Engine nicht optimiert ist. Aber es wird jetzt wahrscheinlich von Patch zu Patch immer besser optimiert. Sie sind jetzt noch nicht fertig. Also es kann sein, dass immer noch ein paar Sachen einfach zu viel Leistung verbrauchen und deshalb einfach dann die Crashs auslösen. Aber gut, immerhin besser. Also ich denke, bei mir wird es auch viel besser gehen. Im letzten Part ging es ja ein bisschen schlechter, das ist ab 16,90 oder so abgestürzt. Und jo. Hat einfach OBS abkürzen lassen. Nicht Last Epoch ist abgestürzt. Und ja, OBS ist im letzten Part leider abgestürzt. Da wird halt auch nichts mehr ab der Aufnahme, von der Aufnahme eher halt übernommen, also einfach abgekartet, oder? Immerhin, weil manchmal früher, so vor einem Monat oder so, ist halt wirklich die ganze Aufnahme dann futsch gewesen. Und das habe ich einfach optimiert, indem ich wirklich auch ziemlich vieles einfach gefestigt habe. Ich habe ein Programm bezahlt, wo man halt auch die Abstürze sozusagen verhindern kann, dass da irgendwie das Programm das einfach so mit verhindert. Ah, jetzt habe ich ja die Mission noch nicht gemacht. Sorry! Aber es ist eben so spannend, also ja, jetzt können wir gerade momentan sehr viele Items gebrauchen und das wird so ein bisschen ja dazu da, dass ich einfach den Monolithen erkunden kann oder die Echos einfach spannend zu sehen, dass die Missionen, die Kampagne, also ja, die Monolithen-Missionen, die drei immer. Ja, auch gut. Können wir noch ein bisschen hier auch leveln, weil ja, der Bosskampf wird sicher auch wieder sehr schwer sein. Die dauern halt, also das ist, ja, also die dauern halt. Die sind halt immer noch massenhaft übertrieben mit dem Damage und so mit der Zeit, wo die Bosse auch ein bisschen unbesiegbar sind. Aber sie machen dadurch, ist ja in jedem Zelt dafür gewesen und so. Was ist das? Ist eine Explosion? Es ist nur eine Runde gekommen, so viel Schaden gemacht. Lol. Da ist irgendwie so ein Mega-Crit drin gewesen oder so. Oder es wurde falsch berechnet. Aber habt ihr gesehen, es war nur einer, der geschossen hat? Ganz komisch. Okay. Machen wir einfach weiter. Wir müssen es ja nicht erfahren. Es ist einfach so, dass man halt manchmal auch stirbt. Weil Warden halt auch zu schnell genervt oder stark genervt wurde. Es ist Warden zu spielen macht mir einfach keinen Spaß, weil wenn man dann mal viele Hits oder so bekommen, hat man einfach das Problem, dass, jo, ich muss rechts entlang, ich muss denen helfen, ist das der Blutclan oder der Frostclan? Steht jetzt gar nicht, Frost und Blut, ja. Also wahrscheinlich ist das der Blutclan die Richtung. Sieht man das optisch? Weiß das jemand? Ja, das nehmen wir auch mit, weil wir noch brauchen diese Bases. Und ja, Livestreams gehen jetzt momentan noch nicht so gut. Ich hatte gestern auch wieder sehr viel zu tun und jetzt ist ganz früh am Morgen. Ich nehme irgendwie momentan lieber früh am Morgen auf, also bevor ich ins Schlafen gehe, so um 1 Uhr. Also einfach am kühlsten ist es momentan eine Mordshitze, die trage ich mit meiner Nervenkrankheit nicht so sehr. Ja. Und
Jo, das Essen momentan auch nicht so gut. Das ist wirklich eine schwere Krankheit. Die ein bisschen beeinträchtigt manchmal. Aber ich kann relativ gut schauen, was ich esse. Und dadurch, also viele Geschmäcker, wie sagt man, sind halt gut für mich. Wenige sind schlecht für mich. Und die meisten in der Regel, die wollen einfach unbedingt solche Sachen essen. Zum Beispiel Salatsoße mit Essig. Und so, wo mich einfach stört. Ich brauche so ein Ding. Exalted Axt brauche ich. So. Also so langsam müssen wir echt wieder Wort- und Resistenz-Items finden. Aber scheinbar droppt lieber irgendwas anderes. Okay, das ist der Frost. Rechts ist Frost, okay. Ich glaube, ich irgendwie im Kopf gehabt, aber ich habe eher gedacht, Blut wäre es. Nein, es ist Frost. Und ja, ihr wollt ja rechts meistens nicht rum oder nur links bleiben, weil es einfacher ist. Ihr müsst einfach das verkehrt herum entnehmen. Also wenn ihr nach links hoch wollt, bei den Monolithen, bei der Karte, dann müsst ihr ja rechts nehmen und sonst links, wenn ihr nach rechts wollt. Ist ein bisschen kompliziert, aber gut. Man will ja nicht unbedingt so viel nachdenken, wenn man spielt. Ein bisschen langweilig oder ein bisschen komplizierter. So, jetzt sind wir aber wirklich voll. Ich habe so viele Exalted Items, aber die haben wir irgendwie zu wenig Bonis. Das müssen wir dann auch noch anschauen. Da können wir dann mit dem neuen Charakter natürlich gut machen. Ich werde wirklich zwei starten. Und eine im Livestream sehr schnell hochspielen, ohne zu lesen. Und ja, in den Videos mitlesen, denke ich mal. Da könnt ihr alles überspulen, weil euch nicht interessiert. Und verpasst nichts. So, ja, danke schön, dass du keine. Wenn die beschworen werden, tun die auch Mana verlieren? Also tue ich Mana verlieren? Keine Ahnung, aber. Sah so jetzt aus, ich habe wenig gespawnt und trotzdem keinen Mana gehabt. Wahrscheinlich schon, also müssen wir natürlich ein bisschen schauen, dass wir die richtigen Fähigkeiten und so einsetzen. Da haben wir noch das verpasst. Aber es geht ein bisschen schneller, weil diese Feuerwelle und so. Ah ja, vor allem die ja, Infernal-Ding halt richtig AOE-Schaden machen. Sehr gut. So. Ja, Infernal Shade, genau. So, jo. Ich habe natürlich den ganzen Tag nie gespielt. Jetzt muss ich auch zuerst wieder ein bisschen die Namen kennen. Also rausholen aus dem Kopf. Genau. Wenn es denn auf Deutsch ist, da habe ich einfach null Probleme. Aber Englisch ist für mich einfach sehr schwer zu merken, habe ich so das Gefühl. Also einfach die kompliziertesten Namen und so Sachen, die man einfach nie hört. Shade, das habe ich außerhalb von Last Epoch eigentlich noch nie gehört. Ja, das heißt schon, also es ist ja diese Aura oder so drauf ist. Ich weiß jetzt nicht, wie genau auf Deutsch übersetzt. Eine Schattierung sozusagen. Diese Funktion. So. Kennt man einfach nicht. Gibt ja auch sehr viele, die wirklich etwas gelernt haben. Ich habe halt durch krankheitstechnisch ja nicht viel lernen können. Ich habe alles ausprobiert, aber nichts hat mir leicht gefallen. Oh, schon wieder so ein Zeugs, das ich nicht brauche. Ich lasse die meisten Unix wirklich auch liegen, wenn sie kein Ding haben. Also muss ich schon lange, aber ich mache es jetzt einfach immer wieder intensiver. Weil ich wollte wirklich auch Base-Unix ohne Potenzial mal top haben. Nur eben die Wahrscheinlichkeit, wirklich etwas top zu bekommen mit Max-Werten, ist ultra gering. Es nützt wirklich nichts. Ich bin einfach ein Sammler und möchte da doch ein bisschen mehr sammeln. So, schaffen wir den Bosskampf. Ist ziemlich gutes Schwert auch noch. Ja, wie sollen wir das lagern, wenn wir so wenig verdienen? Minion Spell Damage brauche ich sicher bald dann irgendwann mal wieder.
Also, wir haben hier zum Beispiel einfach diese relativ schlechten. Also, Soul Feast, das war ich nie. Wie sagen wir denn? Ja, einfach Skill-Bonus. So, Mast könnte ich brauchen. Tornado brauche ich. Stormcrow brauche ich auch nicht. Tempest Strike Souls nicht. Das ist momentan ziemlich schlecht. Und dann mache ich einfach die meisten Exalted Items und so rein. Earthquake Souls nicht. Serpent Strike auch nicht. Das ist ein bisschen besser. Und Resistenzen. So Ringe mit Resistenzen werde ich wahrscheinlich auch nicht gebrauchen können oder müssen. So. Aber Hauptsache, also hier sind wir jetzt auch Max. Jetzt haben wir die zwei Max. Jetzt müsste ich eigentlich noch. Jetzt sind wir fast so fertig. Also Shred-Chance müssen wir noch nehmen. Und alles andere können wir dann schauen. So. Gut. Also der Bosskampf, der ist ja ziemlich leicht. Stimmt. Also. Naja. Leicht nicht ganz. Man kann immer schnell sterben, aber. Nicht gerade so mega übertrieben wie die zwei nächsten. Emperor of Corps. Und dann dieser Heini da ganz am Schluss vom letzten. The Last Emperor oder wie es heißt. Kann ich dich streicheln? Geht das? Du hast alle gekillt. Treib's nicht. Ja, eben, sie sind halt wirklich extremst mächtig. Hallo. Ja, es kostet viel zu viel Mana. Ich setze nicht so gerne diese Ding ein. Red Shade. Also Mana-Kosten von diesem Bild könnten wir vielleicht noch ein bisschen ja, besser machen. Aber es ist einfach zu hoch. Vielleicht wenn wir schneller angreifen, also wenn wir schneller spawnen und so, dann haben wir dann einfach mehr von diesen. Okay, gut. Beide Unix haben wir bekommen, die wir so oft brauchen. Aber sind wahrscheinlich nicht besser. Schade. Wand? Nein. Ich brauche ja Dolch. Speer. Unhand X. Das wird einfach nicht gefunden. Dann nehme ich Stab. Also Zauberstab ist das. Und, weil Axt, da werde ich einfach keine Blutaxt sehen, oder? Ich müsste einen Filter ausstellen. Ja, na komm. So, also, wir müssen hier durch. Jetzt einfach schauen, eventuell die anderen Echos machen. Ist hier. Was ist Fall of the Empire? Ist das Schattending. Also dieses Void-Ding. Werden wir wahrscheinlich nicht gut haben. Wir wollten ja eben hier auch Corruption ein bisschen drauf tun, dass wir die Chancen auf diese Unix und so besser haben. Ich habe irgendwie mehr das Gefühl, jetzt ohne Runenmeister noch, wir machen einfach ein bisschen. Ja, bisschen irgendwo weiter, dass wir doch auch irgendwie ja, noch Level bekommen, noch Unix bekommen, die seltener sind. Oder wir nehmen den Eichhörnchenbeet wieder und tun dort. Ah, ich muss ja nicht drillen. So, genau, also machen wir doch das am besten. Einfach ein bisschen weiter, wenn wir zu viel sterben, dann haben wir noch andere Sachen zu tun. Machen einfach die leichteren dann wieder oder so. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist schon extremst schwierig, dann ein bestimmtes Unique wirklich noch zu finden. Oder ich mache einfach den Hamadin-Beet weiter, weil der noch ein bisschen mehr aushält und auch weiter ist. Eins von beiden. Und so auch beim Patch, ja, spielen ja die wenigsten, weil sie auch nicht wissen, was sie machen sollen. Es ist einfach so. Oder?
Man hat einfach zu wenig Zeit, etwas Größeres zu planen. Ja, jetzt ist nur noch ein Tag, für euch wahrscheinlich weniger als ein Tag. Es kommt wahrscheinlich am Abend. Dann. Jo. Der Patch so 18 Uhr oder ein bisschen früher. Ah nein, ich glaube, Last Epoch ist immer schon am Morgen. Also ich werde, sobald der Runenmeister verfügbar ist, den Stream mal starten. Und ja, dann mal gucken, ob ich schon ein Video mache. Ich mache ein Video wahrscheinlich dann am Abend. Ja. Kommt drauf an, wie ihr zuschaut, weil ich sehe es auch immer wieder. Ja, wenn ich irgendwas Interessantes in die Titel schreibe, dann habt ihr natürlich Lust zu schauen und sonst eher nicht so. Also die meisten, also die wenigsten Fans. Aber ja, ich kann ja auch nicht ganz so gut Fans behalten, wenn ich nicht immer so gesund bin wie andere. Ja, es ist eben sehr schwer. Ich mache es jetzt eigentlich auch nur für die besten Fans oder für die Leute, die wirklich auch mich gerade zuhören. sehr bequem, also. Oh, ist das ein alter Ring, den ich kenne oder nicht? Oder ich kann jetzt nicht für Tagelöhner, also für Tage Schauer oder so, irgendwas Gutes machen. Und trotzdem helfen die mir auch sehr viel. Nur halt nicht so viel wie die meisten anderen oder alle anderen. Oh. Das ist ein guter Ring für uns. Auf jeden Fall. Physical Resistance ist jetzt gerade ein bisschen weniger schlimm. Aber ich bekomme gar nicht so viel Ward. Ja, ich muss ja auch Mana verbrauchen. Aber das heißt nicht, dass ich weniger Mana habe. Nein, das wird einfach umgewandelt in Ward. Okay, das könnte uns ein bisschen das Leben retten. So Ward ist wahrscheinlich besser als einfach Resistenzen. Dass ihr einen zweiten Hit zum Beispiel einstecken könnt oder so. Ja, also die Idole brauchen wir auch, genau. Okay, jetzt ist gecrashed. Hä? Wieso crasht das jetzt momentan nur, wenn ich irgendwas auswähle in der Map? Ist irgendwie eine Grafikeinstellung in Video oder so schuld, dass es bei den Crashs, also bei den Maps irgendwie dann doch noch crashen könnte, aber sonst nichts überfordert ist? Ja, ich habe echt auch die Einstellungen optimiert, also dass es auch schön aussieht. Dass die Instabilen weg sind, oder? Nur die Instabilen weg sind. Und auch im Grafikmenü, da habe ich einfach die Instabilen auf Mittel gemacht und scheinbar wird das empfohlen. Aber das sieht man nicht, die wirklich nerven. Das erkennt man nicht, das sieht nicht schlecht aus. Bei Last Epoch sieht so, es hat nur die Texturen anders schlechter aus und vielleicht noch die Schatten ein bisschen, aber sonst sieht alles relativ gleich aus. Es ist egal, ob ihr auf gering oder so spielt oder auf Ultra, oder? Ja. Man sieht es nicht. Die Schatten sind gerade irgendwie verbuggt, habe ich so das Gefühl. Sehr interessant. Ja, hier sind die Schatten zu sehen. Okay. So, jetzt aber weiter. Ja, die Technik wird immer schlimmer. Keine Ahnung, was die Leute, die Techniker sind oder so, machen. Aber irgendwie etwas, was nicht so gut ist. Das hat bei vielen Programmen und so einfach mehr zu Abstürzen kommt. Da falsche Informationen gibt oder so eben. Zum Beispiel, dass die Schatten nicht zu sehen sind und so. Was habe ich eingesammelt? Ich will nicht ansammeln. So, Rip Blut. So, das hier. Ja, das ist gut. So. Ja, Katalysten brauchen wir, genau. Also ich werde auf jeden Fall jetzt viel mehr spielen, dadurch, dass ich auch live streamen kann, oder? Und dadurch werden wir viel weiterkommen. Vielleicht bekomme ich auch ein bisschen mehr Hilfe über. Können gerne mitspielen und so. Und ja, dadurch kann ich natürlich das auch besser kennenlernen als
ich ja relativ wenig spiele und eher so Builds austeste, bringt es ja auch nicht viel. Aber ja, Last Epoch ist natürlich schwer im Endgame. Und genau. Da braucht man einfach Spielzeit, was ich eigentlich gar nicht habe. Ich spiele ja sonst nie außerhalb von den Videos. Außer dass ich meinen Charakter wieder hochspiele oder so. Aber da lernt man ja auch nicht so viel, wenn man die Kampagne wiederholt. Das ist einfach so. Aber so Livestreams helfen natürlich auch den anderen. Ich sehe immer wieder viele Leute, die einfach sehr geholfen werden. So Livestreamer, die werden extremst geholfen. Und daran läuft es natürlich auch bei mir ein bisschen. Auf jeden Fall bei den Aufrufen und so Kommentaren läuft es bei mir schon ziemlich gut jetzt. Dankeschön dafür. Heyo. Und ja, ich kann mich natürlich verbessern, wenn ihr natürlich seht und wisst, was wir machen, also was ich machen soll. So, da sind wir fertig, da sind wir fertig. Das haben wir auch. Ja, jetzt muss ich nachschauen. Jetzt nehme ich das Mega-Wunder. Was wir hier noch zu skillen haben. Ist natürlich wichtig, dass man richtig skillt. 3 von 5, 2 von 5, 5 von 5. 3 von 5? Nein, da. Also hier. Also der ist 3 von 5. Jetzt sind wir fertig. Nein, wir sind noch nicht fertig. Einen brauchen wir noch. Den müssen wir 2 Punkte hier rein tun, aber einer ist wahrscheinlich von einem Skillpunkt auf den Items. Ja. Okay. Aber die sind ja nicht so schwer. Gut. Ja, mehr Shades brauchen wir noch nicht. Dafür die Mana-Kosten hoch. Ich weiß nicht, was die immer denken beim Bild erstellen, dass man unendlich Mana zur Verfügung hat. Das ist mir irgendwie so ein bisschen unwohl, oder wenn ich dann sehe, oh, der Bild braucht viel zu viel Mana. So, jetzt schauen wir noch kurz auf den Ring. Der hat schon nichts. Er braucht noch einige Zeit. Okay. Shred Armor, das könnte ein bisschen gefährlich sein. 70%, das ist so übertrieben. Was denkt ihr, so 70% mehr Schaden? Wenn er mehrmals getroffen wird. Schon ein bisschen heftig, das können sie nerven. Nerven. Was wurde so genervt? Manche Notes wurden ein bisschen genervt. Item-Bonis wurden genervt, die auf irgendwelche Proc-Chance, also auf, ja, Chance auf Reese und so, glaube ich. Haben sie schon mal gemacht, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, laut Patchnote. Ich tue die Patchnote natürlich nicht unglaublich anschauen, weil ich natürlich ja nicht gespoilt werde. Ich gehe drüber und das meiste bekomme ich ja sowieso nicht mit über, wenn ich nur schnell drüber gehe. Und aber ich habe irgendwie so das Gefühl, sie werden auf irgendwas reagieren. Vielleicht auch, dass die Gegner nicht so viel Sachen machen, oder? Also ja, zum Beispiel das Giften ist ja immer noch sehr stark bei den Gegnern. Und so. Also die Giftmage vom 9. Aktien ja sehr stark und alles mögliche. Habe ich einfach bei diesem Bild gesehen, Wort. Ist aber nicht so, dass Ward nicht tut regenerieren, oder? Ich glaube, das ist nicht. Ward tut trotzdem regenerieren. Aber das Gift tut sozusagen, ist einfach, ja, dagegenhalten, oder dass weniger Regeneration ist. Boah, wir sind jetzt beschworen worden. Das ist ein bisschen kompliziert. Meine Güte, sind immer so gut. Ja, auf jeden Fall nicht mehr. So viel Crit brauchen wir vielleicht für den Spellblade-Ding. Ohne Master. Wollte schon Spellblade sagen, aber das ist eine alte Klasse. So, ja, jetzt haben wir. Na ja, okay. Ja, ist nur 4%. Ah, mitnehmen.
Ja, denn bei dem Bild sieht man wirklich, die Rob-Chancen von diesen Items sind recht gering. Leider nicht. Portal. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Keine Übersicht. Da. Der da. Ist auch sehr schön 38. Auf jeden Fall irgendwie. Bei Resistenz haben wir genügend. So. Bisschen mehr Damage macht auch. Und das ist Reflected gewesen. Bringt uns gar nichts. Wir haben keine Skeletten. So, Unique hole ich mir nicht. Show me the shred. 140% gibt's jetzt? Mit Crash. Also, sie haben irgendwas eingestellt. Wahrscheinlich das einfach mit den Spielen in der Lobby. Könnte vielleicht im Zusammenhang sein, aber jetzt momentan stürzt das Spiel ein paar Mal ab, wenn man einfach irgendwie etwas auswählt und joinen will. Wenn man ein Echo joinen will. Komisch. Komisch, echt komisch, aber gut. Da kann ich natürlich nichts machen. Ich bin nicht derjenige, der so schlecht programmiert. Ich programmiere auch sehr wenig. Also wenn ich am Spiel irgendwie etwas machen könnte, würde ich vielleicht die Story schreiben.